Einen wunderschönen. Ja, heute mal ein kleines Halloween-Special. Passend natürlich heute auch zum 31. Dementsprechend fangen wir auch direkt an. Ich habe insgesamt 3 Bilder vorbereitet. Zeige euch aber hier im ersten Step wieder mal gerade nur das eine Bild. Typische Herangehensweise. Einmal über automatisch einstellen. Kannst du natürlich auch eigenständig machen. Könntest jetzt natürlich noch über die Masken das Motiv ein bisschen bearbeiten. Dazu lassen wir einmal das Motiv kurz erkennen. Könntest natürlich dann in dem Fall jetzt das Motiv noch ein bisschen nachbearbeiten, belichtungstechnisch, kontrasttechnisch oder auch die Lichter. Wir lassen das aber einfach alles mal gerade so, wie es ist. Löschen die Maske auch wieder, da wir das in dem Fall nicht brauchen. Gehen wir wieder einmal rüber zu Photoshop. Darüber natürlich Rechtsklick und Photoshop bearbeiten. Machen dann einmal wieder Hintergrund entfernen. Einmal hier unten. Warten dann ganz kurz. Haben dann natürlich das Motiv vom Hintergrund entfernt. Können dann einmal hier unten über Hintergrund generieren. Können wir dann irgendwas eingeben. Halloween technisch machen wir das natürlich einmal. Gehen wir sagen wir mal gruseliges Haus ein. Dann wird der Hintergrund entsprechend generiert. Dauert je nachdem immer mal ein bisschen, je nachdem wie viel er generieren muss, und hätten somit hier unten einmal 3 Auswahlmöglichkeiten. Punkt 1, Punkt 2 oder Punkt 3. Finde ich, das passt gerade am besten. Hätten somit den Hintergrund quasi geändert. Ist natürlich immer von Vorteil, wenn möglichst viel noch ums Motiv herum ist. Ich zeige dir auch einmal warum. Hab natürlich das hier schon einmal vorbereitet. Hintergrund generieren. Gehen wir einmal wieder gruseliges Haus mit ein. Können natürlich alles da eingeben, was wir möchten. Probieren wir gleich auch nochmal entsprechend rum. Ist natürlich hier jetzt nicht so gut zu sehen, das Haus im Hintergrund. Würde natürlich auch alles irgendwie funktionieren. Dennoch sollte es aus meiner Sicht möglichst viel sein. Um es noch ein bisschen extremer zu machen, machen wir das bei dem Beispiel auch nochmal. Halloween Setting. Dim, 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 dim. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen das. Oh, oh, oh. Ist natürlich immer unterschiedlich, was da generiert wird. Alter, ich glaube, ich habe das Thumbnail gefunden. Ja gut. Kann natürlich auch ein bisschen Pech haben, aber mein Gott. Und das ist halt alles über KI. Gehen wir nochmal wieder einmal in das Setting. Entfernen hier einmal den Hintergrund, halt Maske auswählen und auf Entfernen drücken. Hintergrund bearbeiten, Hintergrund generieren, gehen wir nochmal sonst ein, kann man halt alles dementsprechend eingeben, wie man möchte. Je nach Motiv natürlich, sollte natürlich immer dementsprechend passen. Mal gucken, ob das im Sandstrand auch gut aussieht. Erste Beispiel jetzt nicht, Misty macht Urlaub. Wobei, das hat noch was. Also, könnt ihr dementsprechend eingeben, was ihr wollt. Machen wir nochmal ein drittes Beispiel, was können wir da mal nehmen? Unsere Schule, mal gucken, was da so rüber aus. Und wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal so ein paar Spielereien.
in der Schule und die steht draußen vor der Schule. Natürlich, man kennt es. Ja, wie gesagt, damit kann man dementsprechend extrem viel rumspielen und haben dementsprechend ein super Halloween-Bild für dich in dem Fall. Das war's für heute schon wieder. Würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Zeigt mir, dass dir die Videos gefallen und dass meine Mühen nicht ganz umsonst sind. Klar, sowas ist natürlich immer ziemlich einfach gemacht, aus meiner Sicht. Wenn du auf dem Weg nach unten bist, schreib mir mal in die Kommentare, wie verbringst du Halloween? Halloween-Feier, ja, nein, vielleicht. Ich mag Kartoffeln. Würde mich außerdem freuen, wenn du dem Video noch einen Daumen hoch gibst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.